mit Kollegen und Bekannten. Herzlich willkommen zur Präsentation. Mein Name ist Thomas Kircher, ich bin Geschäftsführer von Pulpo WMS. Wir haben vorher schon einen Test gemacht. Simon, ihr könnt mich alle hören, ja? Und den Bildschirm sehen. Jawohl. Alles klar, perfekt. Also gut, legen wir los. Ziel ist es, so ein bisschen verständlich zu machen, wo der große Unterschied ist zwischen einer vielleicht manuellen, papierbasierten oder sag mal, semi-automatisierten Operation in einem Lager der Intralogistikprozesse oder was es bedeutet, wirklich ein System zu haben, das Mitarbeiter in dem Lager optimal leitet und unterstützt. Ja, kurz zu unserer Seite, also Pulpo ist bereits unser zweites Warehouse-Management-System. Dieses Mal ist es eine Cloud-Lösung. Und im Verlauf der Präsentation werde ich eben auch kurz von unseren eigenen Erfahrungen erzählen. Als wir, sag ich mal, auf der Käuferseite saßen vor einigen Jahren und nach einer Lösung gesucht haben und was uns eben dazu veranlasst hat, auch jetzt Pulpo zu erstellen. Wir sind ja in eine kleinere Runde. Das heißt, ihr könnt gerne auch zwischendurch kurz Fragen stellen und ihr Mikro entmuten. Ansonsten würde ich die Präsentation durchführen. Ich denke, die wird so 20, 25 Minuten gehen, Maximum. Und dann können wir auch gerne einfach eine offene Fragerunde machen, wie es Ihnen besser passt. Vielleicht ist es leichter, wenn ich das einfach einmal alles durchgehe. Okay, also. So ein bisschen das Narrativ heute. Man glaubt, die Lösungen, Herausforderungen im Lager werden alle von Robotern irgendwann gelöst. Wir mit Pulpo sind wir Mitglied vom NLA. Der NLA ist der Next Logistics Accelerator, so ein Zusammenschluss von großen deutschen Logistikern, die eben das Ziel haben, so in innovativen jungen Unternehmen zum einen zu investieren, aber eben auch, die einem die Möglichkeit bieten, in Austausch zu gehen, in Sparring zu gehen. Und das ist sehr interessant für uns. Also die Mitglieder dort, das sind Renus, das sind Fiege, also insgesamt haben die über 80.000 Mitarbeiter. Die haben einen sehr natürlich großen Erfahrungsschatz zum einen und sind aber auch sehr offen im Austausch mit uns. Und das war für uns sehr interessant, dieses Narrativ, was man vielleicht manchmal sieht in den Zeitungen, dass die neuen Lager, moderne Lager mit Robotern geleitet werden, dass das also wirklich der nicht repräsentative Teil der Lager ist. Die Tendenz geht eher dahin, sagen wir mal, kleinere, agilere Lager so als Hubs, gerade im E-Commerce-Bereich, der stark wächst, zu bauen. Also einer von denen zum Beispiel, der möchte in den nächsten Jahren 500 Lager erstellen, 500 E-Commerce-fokussierte Lager. Und er sagt, in absehbarer Zeit, in absehbar auch als ein Jahrzehnt, sieht er dort eben keine Roboter rumlaufen, da es einfach zu kompliziert ist. Ne? Also sehr interessant für uns gewesen, dass eben diese Bewegung Mann zum Produkt weiterhin dominieren wird. Warum ist das so? Zum einen natürlich durch die Komplexität, vielleicht ein Produkt zu picken, aber auch einfach dadurch, dass sich der Typ der Waren, gerade wenn ich zum Beispiel ein Fulfiller bin, natürlich sehr häufig ändert. Wir sehen hier so ein paar interessante Statistiken. In den USA gibt es ein bisschen bessere Nummern zu, aber in Deutschland ist es sehr ähnlich. 30% der kleinen Mittelständler benutzen dort überhaupt nur ein WMS, also ein Warehouse-Management-System oder Lagerverwaltungssystem oder ein WAVI. Und das, obwohl in einem normalen Handelskonzern ungefähr 20% der Personalkosten für die Intralogistik aufgewandt werden. Also schon ein relevanter Teil meiner OPEX, meiner Kosten, meiner laufenden Kosten für ein Unternehmen. Warum ist das so? Also bei uns war es ja auch nicht anders. Wir denken, es hat mehrere Gründe. Später kommen wir auch noch zu den Problemen von den vielen heutigen Lösungen. Also zum einen ist sicherlich der Preis, ja, es sind hohe Gebühren, vielleicht ein Projektgeschäft, dass ein Lagerverwaltungssystem implementiert wird. Ein zweiter Punkt kann einfach auch ein fehlendes Wissen sein. Ja, also im Sinne von, es ist nicht überall präsent. Der Verantwortliche, der Prozessführer, vielleicht der Gründer oder der Geschäftsführer hat es nicht immer präsent, wie viel Effizienz im Lager verloren gehen kann. Ja, das ist ein bisschen eine Blackbox. Das Lager hat komplizierte Prozesse und es ist auch nicht immer ganz intuitiv, da herauszufinden, wo könnte ich denn eigentlich hier noch Zeit einsparen, gerade vielleicht mit papierbasierten Prozessen natürlich. Und zum Dritten glauben wir auch, dass das Angebot so ein bisschen der Nachfrage hinterherhängt, also gerade technisch. Ja, ein Lagerverwaltungssystem von heute
muss vielleicht nicht mehr nur mit dem Finanzsystem, also dem ERP, seinen Bestand anzeigen, sondern sich auch mit dem Onlinehandel in meiner Webseite, mit einer B2B-Plattform oder mit dem CRM verbinden können. Und darauf sind eben viele Lagerverwaltungssysteme heute auch gar nicht vorbereitet. Was sind die wichtigen 8 Prozesse? Kennen Sie sicher alle die 8 Prozesse, aber worum geht es eigentlich darum, in den Prozessen was zu optimieren? Also wir fangen einfach mal an mit den Standards, also den Wareneingang. Bekommt Ware rein, muss ich gegen eine Bestellung mal kontrollieren, was angekommen ist, was ursprünglich bestellt wurde oder was ich vielleicht produziert habe. Und wenn ich das auf einem Zettel habe, besteht schon mal die Chance, dass das vielleicht nicht die aktuelle Bestellung ist. Wenn ich das nicht einscannen kann, das Produkt, dann kann ich auch eventuell das nur schwer verifizieren, wenn ich Produkte habe, die ähnlich aussehen. Wenn ich nicht die Charge eingeben kann, weiß ich gar nicht, wenn ich das nachher einlagere, wie schnell geht es eigentlich kaputt. Also im Wareneingang diese Kontrolle von Quantität zum einen, vom richtigen Produkt, aber auch von der Qualität. Ja, wenn ich keine Fotos machen kann, wenn ein Teil der Ware beschädigt bei mir ankommt, oder wenn ich diese nicht sofort aussortieren kann, dann erzeuge ich künstlich mehr Inventar, als ich tatsächlich nachher rausschicken kann. Also da schon, allein schon im Wareneingang beginnt natürlich schon alles mit der Optimierung. Kommen wir dann als zweiter Prozess, so ein bisschen zur Einlagerung. Wenn ich viele Produkte habe, woher soll mein Mitarbeiter wissen, wo ich diese Produkte optimal hinlege? Rotation von Produkten ändert sich. Anforderungen von Produkten ändern sich. Wenn ich viele unterschiedliche Produkte habe, wenn ich zum Beispiel ein Fulfiller auch bin und ich habe chemische Produkte oder Produkte, die einfach bei denen besondere Regeln beachtet werden müssen, die besonderen Zonen gelagert werden müssen. Wenn ich da kein System habe, das meinen Mitarbeiter unterstützt bei der Einlagerung, verliere ich da schon enorm viel. Wenn ich einen Hochrotierer, weil ich nicht weiß, dass ich noch in der Nähe doch noch einen Lagerplatz frei habe, irgendwo weit nach hinten lege, ja, verliere ich natürlich nachher bei der Kommissionierung enorm viel Zeit, weil das Produkt einfach nicht optimal eingelagert wurde. Also diese Unterstützung, und das ist ein wichtiger Unterschied, werde ich auch ein paar Mal wiederholen, von einem Lagerverwaltungssystem, einem WMS, zu einem Inventory Management System, zu einer, ich sag mal, WAVI, die oft mit einem System mitkommt, mit zum Beispiel einem SAP Business One, einem Navision oder einem Plenty Markets. Das ist mir vielleicht erlaubt, festzulegen oder vielleicht auch mal zu scannen, in welcher Position ein Produkt ist. Also ich sage mal, die Dokumentation durchzuführen. Das im Vergleich zu einem Vorschlag, wo lege ich das hin, ist ein enormer Unterschied. Ja, dann kommen wir zur Kommissionierung. Unterschiedliche Typen von Kommissionierung. Wir kennen das ja selber. Wir sind Partner von einem E-Commerce-ERP von Plenty Markets und dort gibt es auch Picklisten. Das gleiche gilt für ein SAP Business One, ja, das gleiche gilt für ein Navision, aber die haben keine richtige Routenoptimierung. Ja. Die sagen mir manchmal auch nach FIFO, erstellen Sie mir eine Pickliste und dann gehe ich da durch und muss diese Position suchen und dann das Produkt, vielleicht kann ich das Produkt auch einscannen, aber eine wirklich dynamische Routenoptimierung, wir sehen das auch gleich, was es bedeutet, das zu haben, von der Effizienz und von der Effektivität her, ist ein meilenweiter Unterschied. Kommen wir zur Verpackung, also diese Zweitkontrolle, vielleicht nochmal drauf zu schauen, dass die richtigen Produkte auch von meinem Picker kommissioniert wurden, die Kartonage, schnell die Etiketten ausdrucken zu können, schnell anpassen zu können, wenn ich unterschiedliche Verpackungstypen habe. Das erlaubt eben auch vielleicht eher ein Lagerverwaltungssystem als das etablierte ERP-System an der Stelle. Gut, am Versand das eben in der richtigen Position bereitzulegen, ist ja klar. Dann, was gibt es noch für Automatisierung, die auch nicht unrelevant sind, gerade ich sag mal im Online-Handel. Also wir haben zum Beispiel einen, der bekommt ungefähr 30% seiner Ware zurückgeschickt. Das heißt, wenn wir zu den Rücksendungen gehen, wenn ich 3 Fulltime-Mitarbeiter daran sitzen habe, die Produkte, die zurückgekommen sind, dem Auftrag zuzuordnen und danach erstmal festzulegen, okay, ja, dann lagere ich das wieder ein, dann lege ich das irgendwo hin, dann wird es irgendwann eingelagert, verliere ich vielleicht einen Tag, bis ich überhaupt das Produkt wieder verfügbar habe, teilweise sogar mehr.
verliert mein Kunde 1-2 Tage, bis er ein Feedback hat. Ja, dein Produkt ist angekommen. Ja, wir werden dir dein Geld zurückschicken. Also immer auch von der Seite der Kundenzufriedenheit. Dann ist das ein riesengroßer Unterschied im Vergleich zu, die Ware kommt an. Ich kann die mit einem Scan den Auftrag zuordnen, kann die kontrollieren, kann sagen, alles klar, ja, die können wir so zurücknehmen oder nicht. Und dann wird automatisch eine Aufgabe erstellt zur Einlagerung, dass das Produkt eben sofort wieder verfügbar gemacht werden kann und verkauft werden kann. Noch als letzten Prozess, den ich kurz beschreiben möchte, eben automatische Nachschubaufgaben. Ich glaube, gerade wenn man ein Hochregallager hat und natürlich eine beschränkte Anzahl auch von Gabelstaplern, also die Möglichkeit für bestimmte Positionen, für bestimmte Produkte, immer eine Verfügbarkeit in diesen Pick-Positionen, diesen, ich sag mal, für den Menschen ohne Gerät zugänglichen Positionen zu erstellen, dass ich sage, hier habe ich ein paar hochrotierende Produkte, die möchte ich immer in Positionen A, B, C verfügbar haben. Da passen maximal 300 in eine Position rein und sobald es unter 50 fällt, bitte wieder auffüllen mit 300. Also diese Automatisierung, dieses nicht von der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter abzuhängen, sondern dem Mitarbeiter immer was zu tun zu geben und sicherzustellen, dass sich der Mitarbeiter optimal verhält. Das ist eben ein großer Unterschied zu so einem Wabi oder einem Inventory Management System oder das, was mit normalen Systemen kommt, zu einem Lagerverwaltungssystem. Ich habe schon gesagt, ich möchte mal kurz unsere eigene Entstehungsgeschichte erzählen. Mein Mitgründer Philipp hat ein Unternehmen geleitet und hat ihnen ein Lagerverwaltungssystem gesucht. Status quo war damals manuelles Picking, also mit Papier, mit einer Pickliste, erfahrene Mitarbeiter, die sich also gut im Lager auskannten. 20 Picker, damals insgesamt 51 Leute im Lager. Probleme waren, die man schon gesehen hatte, aber genau, wenn man es danach, zu dem danach, was vorher, den Vorher-Danach-Vergleich macht, ganz kleine, niedrige Produktivität, durchaus Überstunden, wenn es mal mehr Bestellungen gab, Produktverluste, ja, also dadurch, dass da weniger Kontrolle stattfindet, verschwanden natürlich auch schon mal mehr Produkte. Versand falscher Produkte, ein extrem kostenspieliger Prozess, komme ich auch später nochmal zu. Und dadurch bedingt natürlich auch eine höhere prozentuale Anzahl an Rücksendungen. Da es ja quasi unser eigenes Lager war, hatten wir die Chance, da wirklich mit Stoppuhr mit den Leuten mitzulaufen. Und das ist meine Aufgabe. Da haben sich unsere Leute sehr beliebt gemacht bei den Mitarbeitern im Lager, die dann wirklich einen Tag lang daneben gelaufen sind und immer die Zeit genommen haben. Aber es war enorm wichtig, um für uns auch wirklich, was kommt denn dabei raus, ein Lagerverwaltungssystem einzuführen? Ja, das soll ja wirklich eine messbare Verbesserung meiner Operation sein. Also es ist vielleicht schwer zu sagen, okay, was bringt es mir am Ende, ein SAP Business One einzuführen, wenn ich sowieso in Plenty alles verkaufe? Diese messbare Optimierung war für uns, im Schnitt wurden 5,5 Produkte pro Pick gepickt. Und wir waren, das ist in der Zeiten in Sekunden, fast exakt bei 600 Sekunden, also 10 Minuten im Schnitt pro Picker. Und so hat sich dieser Pick aufgeteilt. Ja, das Größte war die Wegzeiten, weil obwohl die Leute sich so ein bisschen im Lager auskannten, musste man halt schon immer ein bisschen suchen. Weil es nicht, wir haben mehrere Produkte, da waren jetzt nicht nur 5 Produkte im Lager, sondern eher 5000. Und daher die Wegzeit über 52 Sekunden, dann die Produktsuche, also wenn ich davor stehe, das richtige Produkt zu suchen, kommt natürlich noch erschwert hinzu, wenn ich Produkte mit Chargen habe oder ich die Seriennummer aufschreiben muss. Das heißt, man mit einem Lagerverwaltungssystem halt, entweder wird man zur richtigen Charge hingeführt oder man kann sie sogar einscannen. Und dann der Picking-Prozess. Wo kamen wir dann dahin? Also das war das vorher, 10 Sekunden und wir haben so ungefähr auf ein Drittel runtergebracht. Also die Wegzeit natürlich enorm verkürzt, dieses ja, meine Leute kennen das Lager und sie wissen, wo die Produkte liegen im Vergleich zu, ich habe da eine App, die wirklich mir die optimale Route kalkuliert, wo ich halt rechts, links abbiegen kann, ist einfach ein enormer Unterschied. Hier unten pick ich selber. Ergebnis, ja, also es war wirklich enorm positive Auswirkungen. Von 23 kann man auf 8 Picker runtergehen.
Das Picken war ungefähr dreimal schneller. Es gab natürlich kaum noch Fehler, dadurch auch kaum Rücksendungen. Also es waren konkret halt eine von 5000 Sendungen, wurde was Falsches rausgeschickt. Das war aber meist eher bedingt dadurch, dass der Auftrag falsch angenommen wurde, vielleicht davor im Callcenter. Ja. Also wirklich, was kann man da, wo kann man da noch von profitieren? Also diese Produktverluste, diese ungeplanten Überstunden, ne, diese höhere Wettbewerbsfähigkeit, diese zufriedeneren Kunden. Also es geht ja nicht nur darum, natürlich das richtige Produkt rauszuschicken, sondern zum Beispiel, wir haben einen Kunden, der sicherstellen muss, was bei Amazon-Bestellungen immer nur wirklich makellose Verpackungen rausgeschickt wurden. Oder vielleicht einen Mitarbeiter daran erinnern, dass wenn ein großer Auftrag gemacht wurde, dann wird ein kleines Goodie, eine kleine Beigabe gemacht und das System schiebt es automatisch auf die Pickliste drauf und er sieht es in seinem Apparat, in seinem Telefon, dass er dieses Produkt mitschicken soll. Also diese Wettbewerbsfähigkeit, aber vor allen Dingen die erhöhte Kundenzufriedenheit sollten am Ende von der Einführung eines Lagerverwaltungssystems für das. Konkret, es gibt Studien darüber. Personalkostenersparnis 10-35%. Ja, also natürlich vor allem, was die Geschwindigkeit angeht. Ich glaube, in Deutschland sehen wir das gar nicht mal so unbedingt als Ziel, sondern vielmehr auch, dass man wachsen kann, vielleicht ohne neues Personal einstellen zu müssen, dass das ja heute sehr schwierig ist. Für die Bestandsreduzierung 5-30%. Klar, man kann natürlich die Produkte einfach schneller drehen, also der gesamte Lifecycle, ne, von Wareneingang bis Ausgang ist effizienter und so kann man auch häufiger, aber vielleicht weniger nachbestellen oder produzieren. Eine verbesserte Flächennutzung, also ein Lagerverwaltungssystem schlägt ja dem Mitarbeiter vor, wo Produkte gelagert werden können. Außerdem kann man auch leicht mehrere Produkte in einem Lagerplatz unterbringen und dadurch natürlich auch Platz sparen. Genauigkeit im Versand, offensichtlich keine Fehler zu machen. Zum einen ist der Kunde nicht glücklich, gerade im Onlinehandel hat man dann schnell negatives Feedback, das auch noch öffentlich ist. Aber auch dieses Thema bei dieser Retour, ja, also ein erneuter Versand ist ein großes Problem. Insgesamt erhöhe ich meine Kosten um ein Vierfaches für jedes falsche Produkt, das ich versende. Also allein intern in meinen operativen Kosten. Und Datengenauigkeit, klar, wer nicht scannt, der weiß natürlich viel weniger und wer kein System hat, mit dem er eben Produkt genau oder Lagerplatz genau eine schnelle Inventur auch machen kann, der fährt dann das Risiko von Leerverkäufen oder die Gefahr vielleicht zu spät Ware neu zu bestellen. So, als kleine Übersicht, wissen Sie alle, der Onlinehandel wächst enorm, also er verdoppelt sich wohl in den nächsten 3 Jahren. Wir merken es jetzt auch in dieser, ich sag mal, besonderen Zeit aktuell, dass viele Unternehmen tatsächlich mehr verkaufen. Ja, der Handel geht mehr online und ihnen wird jetzt klar, dass eben ihre Logistikprozesse dieser Nachfrage teilweise gar nicht gewachsen sind. Oben, also zum Beispiel Verkaufskanal, die werden immer mehr und sie werden aber auch strikter. Ja, also wenn ich zum Beispiel auf Amazon natürlich aus Versehen einen Leerverkauf mache, dann kann sich das über Wochen auf mein Unternehmen dann auswirken, wenn ich dann Fehler mache. Auf der zweiten Ebene, die ERPs, also ich sage mal, wie manage ich mein Unternehmen und führe die Bilanz? Ich wiederhole mich da so ein bisschen. Diese Systeme haben eben kein richtiges Lagerverwaltungssystem, sondern ein WAVI, ja, oder auf Englisch eben ein bisschen treffender, ein Inventory Management System. Ich weiß, wie viel Produkt, eventuell auch noch auf welcher Position, aber da hört es eben auf. Ich kann die nicht scannen. Ich kann die meist nicht scannen. Ich kann keine richtig optimale Route bekommen, was Seriennummer, was Chargenverwaltung, was dieses Thema angeht und automatische Routenanpassung, Routenneukalkulierung, wenn ich mal etwas nicht finde, das habe ich mit diesen Systemen einfach nicht. Und unten, das ist eben wichtig, dann, ne, das Lagerverwaltungssystem, also was kann ich eigentlich verkaufen, was habe ich verfügbar, das sollte man in einem eher einem professionellen System dafür haben, dass ich auch andere Systeme anbinden kann, zum Beispiel, dass ich in meinem Business Intelligence auch leicht dranhängen kann. Es ist vielleicht leichter, das an mein Lagerverwaltungssystem zu verbinden, als an mein Dynamics oder an mein SAP. Was waren so ein bisschen die Probleme und was ich also Ihnen ans Herz lege, wenn Sie ein Lagerverwaltungssystem suchen, ein bisschen diese 4 Themenkomplexe abzuklappern. Also, was sind die Indikatoren, auf die man achten sollte? Das waren unsere Probleme, ja, auf die wir gestoßen sind. Und wir haben uns wirklich viele WMS angeschaut.
die waren sehr teuer, also eine hohe Implementierungsgebühr. Woher kommt das eigentlich? Also vermutlich ist es dann ein älteres System, ja, vor vielen Jahren programmiert. Es muss personalisiert werden, auch wenn, wie in unserem Fall, ja, ein Händler ohne produzierende Prozesse, man oft standardisierte Prozesse hat. Also es geht auch schon mal in den wechselligen Bereich gerne, einfach um das einführen zu können. Diese Flexibilität oben rechts, ja, wie schnell kann ich es an unterschiedliche Systeme anbinden? Habe ich eine API? Ist es zukunftsfähig? Muss ich vielleicht nicht nur mein ERP, sondern auch mein BI da dranhängen? Unten links, da kommen wir gleich auch noch im nächsten Slide zu, also wie leicht können eigentlich meine Mitarbeiter damit umgehen? Oder wie teuer ist auch die Anschaffung pro Mitarbeiter? Ja, ist ein Gerät mit Windows Mobile und Stylus vielleicht nicht mehr das, was aktuell genutzt werden sollte? Und dann noch zum statisch, also wie kann ich überhaupt danach meine Änderungen im WMS anpassen? Ne? Brauche ich da einen Berater für oder nicht? Wir wollen noch ein bisschen zu Fragen kommen, deswegen werde ich über die nächsten Slides ein wenig schneller drüber gehen. Also hier nochmal wiederholt, auf der linken Seite traditionelle Systeme mit 300 und 300 Pixeln kann ich, 300 mal 300 Pixeln kann ich meinen Mitarbeiter, glaube ich, eher nicht intuitiv führen. Er hat nicht beide Hände frei, muss das Gerät ständig hervorholen. Bei Saisonmitarbeitern kommst du da auf den Tennisarm. Im Vergleich zu, gibt es eine native App, die wirklich große, große Buttons hat, visuelles und dann halt zum Beispiel auch haptisches Feedback, ja, dass es vibriert, wenn ich etwas falsch gescannt habe. Und die Mitarbeiter natürlich das dann enorm schnell lernen können auch. Ja, diese Onboarding-Zeit oder wenn sich die Mitarbeiter mal ändern, dass ich dann nicht wieder eine Woche Schulung einfach investieren muss. Leitstand, es gibt einige Systeme, die sagen, die sind SaaS, die sind Cloud, müssen aber tatsächlich dann doch irgendwo auf einem Server laufen oder sich mit einem VPN irgendwo hin in andere Lager verbinden, wenn ich mehrere habe, um etwas zu sehen. Hier sind auch, ich sag mal, ich war früher in der Beratung, habe sehr viel SAP-Großsystem gesehen. Ja, mehr Knöpfe sind auch nicht immer unbedingt besser an der Stelle. Also diese Bedienung auf Minimum zu reduzieren, und dadurch aber trotzdem eben so eine flexible und automatisierte Aufgabenzuweisung bieten zu können, das ist eigentlich das Ziel von einem Leitstand. Und dann, das ist vielleicht ein bisschen unfair gegenüber den anderen Lagerverwaltungssystemen, aber ein wichtiger Punkt auch bei der Evaluierung, man muss natürlich das Lager digital erstellen. Ja? Wie leicht kann ich das eigentlich machen? Muss ein Berater da kommen, der stellt dann ein großes Excel und ein CSV, das wird dann hochgeladen und dann hoffen wir mal, dass wir in einer Zeile nicht verrutscht sind. Wie kann ich eigentlich dann sehen danach, wo ein Produkt liegt? Habe ich dann eine visuelle Oberfläche für? Kann ich mir danach meine Zonen leicht einteilen und zum Beispiel diesen Zonen Eigenschaften geben, das, was ich vorher gesagt habe, vielleicht für Rotation oder chemische Eigenschaften von Produkten, damit eben meine Mitarbeiter optimal diese Produkte einlagern können und sich optimal dort ich sag mal, geguided werden, geführt werden in ihren Prozessen. In unserem Fall haben wir da wirklich sehr viel Zeit und Geld investiert, um so eine grafische Oberfläche zu machen, mit der ich mein ganzes Lager bauen kann, mit der ich meine Laufwege festlegen kann und eben mit Drag und Drop das nicht nur erstellen kann, sondern auch nachher im laufenden Betrieb administrieren kann, also eben diese Regeln erstellen kann, ohne auf einen Berater, natürlich in diesem Fall von uns, zurückgreifen zu müssen. Bisschen schon in die Zukunft gedacht, was sollte ein System oder worauf sollte ein System vielleicht vorbereitet sein? Etwas, wo wir jetzt auch verstärkt darauf hinarbeiten, diese automatisierten Vorschläge. Ne? Also wir bauen zum Beispiel ein Machine Learning-Modul, das im Lager dann basierend auf der Historie unterstützen wird und Sachen vorschlagen wird. So, ich bekomme jeden Tag 2000 Aufträge mit Einpöstlern rein. Aha, ich sehe, du möchtest das immer in einer rollenden Kommissionierung machen, dann schlage ich dir doch vor, weil von diesen 2000 1500 Einpöstler sind, dass ich die jeweils in 8er rollende Kommissionierungen mache. Also dieses, einfach auch die Frage zu stellen, wo geht denn das System in Zukunft hin? Ist es auch tatsächlich technologisch in der Lage, diese modernen Funktionalitäten in Zukunft anbieten zu können? So, nochmal kurz zusammenfassend. Ich hoffe, es kam so ein bisschen rüber, dass ein WMS da ein bisschen Türen in eine dynamische und profitable Welt eröffnen kann. Also Reduzierung der Lagerkosten, ne? Was soll am Ende dabei rumkommen? Eine verbesserte Nutzung der Lagerkapazitäten, eine Eliminierung manueller Aufgaben, Steigerung der Mitarbeiterproduktivität, eine Erhöhung der Lagergenauigkeit,
Versandfehler zu reduzieren und am Ende, wichtig ist natürlich, mehr zu verkaufen und glücklichere Kunden zu haben. Wir haben, möchte ich noch kurz hinzufügen, wir haben jetzt auch technologisch das sehr schnell möglich gemacht, dass man Kulpe auch einmal testen kann, vielleicht ist es was für Sie. Und ansonsten würde ich jetzt gerne Fragen beantworten, wenn Sie noch Fragen hätten. Man kann irgendwie so Raise Hand drücken oder also sich einfach selber unmuten in dem Call. Beides geht und dann einfach losfragen. Kann auch gern konkret natürlich zu eigenen Prozessen sein oder eigenen Anforderungen. Hallo, ist der Jörg hier von Netstock. Hallo, Salomo. Ja, ich glaube, wir waren beim Du angekommen, aber wir können auch gerne auf Sie wieder zurück, wenn es sein muss. Wie sieht denn das mit der Anbindung an die verschiedenen ERP-Systeme aus? Ihr seid ja jetzt auch Plenty-Partner. Habt ihr da Standardanbindungen an B1 und Dynamics oder wie kommt ihr an die, wie läuft dieser Datenaustausch? Muss ich mich da großartig drum kümmern oder wie sieht das aus? Also bei SAP Business One, da kamen wir ja zufällig selber her. Da haben wir auch ein Team, das sich da ganz gut damit auskennt. Bei Plenty Markets haben wir unser Plugin veröffentlicht in deren Marketplace. Also da kann man wirklich die Anbindung über diesen Assistenten machen, der in diesem Plugin ist. Bei Navision hängt es auch ein bisschen davon ab. Da gibt es ja fast auch aktuell drei unterschiedliche Versionen. In der neuesten, das ist der 365, wurde auch deren API nochmal ein bisschen angepasst. Da haben wir noch keine Standardanbindung dafür verfügbar. Wir haben aber drei Leads, wir haben uns die schon angeschaut, haben auch drei Leads, aber das wäre dann auch in Zusammenarbeit mit eben dem Navision Consultant an der Stelle, wir haben eine standardisierte Einführung, ja, wir haben ein standardisiertes, wie verbinde ich Pulpo, wir haben eine öffentlich dokumentierte API, wie verbinde ich das an ein ERP-System und dieses Playbook muss man dann einmal durchspielen, um den Webservice dafür aufstellen zu können. Wie aufwendig ist das? Kannst du da irgendwie was zu sagen? Das hängt ein bisschen, denke ich mal, von der Personalisierung ab. Also wenn wir sagen, wir synchronisieren natürlich die Produkte, von den Produkten auch die Lieferanten, dann muss der, bevor ein Auftrag erstellt wird, natürlich der Kunde erstellt werden im Pulpo. Und Pulpo übernimmt aber voll, und das ist eine wichtige Sache, die Lagerverwaltung, dann denken wir, dass das mit dem ein bisschen Assistenz von dem ERP-Berater eine Sache ist, die in einem Monat auf jeden Fall durch ist. Okay, alles klar. Danke, das beantwortet die Frage. Super. Herr Heller oder Herr Knölle, kann bei Ihnen noch eine Frage beantworten? Nee, wir können auch zum Du gehen, Andreas. Super. Für den Moment nicht. Sind jetzt ein paar Fragen. Ich bin gerade am Sprung, deswegen, das müssen wir mal im Nachgang machen. Weil das jetzt zu tief in die Materie gehen würde. Okay. Aber wie gesagt, können wir gern morgen übermorgen mal telefonisch machen. Am besten einfach per E-Mail bekommen, wenn es bei dir passt. Ja, sehr gern. Ja. Aber ich muss mich dann leider ausklinken. Vielen Dank und super, ja. Und vielen Dank fürs Teilnehmen. Bis dann. Schön. Ja, Herr Heller, ich habe auch gerade die Nachricht bekommen. Alles klar, vielen Dank. Gut, dann beenden wir hiermit mal das Webinar für heute. Ich hoffe, es war ein bisschen aufschlussreich. Bei Fragen natürlich, wir werden auch nochmal jetzt eine kleine Follow-up-E-Mail euch schicken.